Hallo meine Hübschen, es ist Sonntag und ich habe gedacht, wir plaudern ein wenig miteinander. Ich bin komplett ungeschminkt, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Ich habe die jetzt einfach mal in so einen Zopf geflochten. Ich habe ein warmes Kuscheljäckchen an. Und ich habe Kaffee. Die Nägel habe ich euch schon bei Instagram gezeigt, aber ich zeige sie euch gerne nochmal, weil mir gefallen sie sehr gut. Die sind heute zum Thema Retro und zu meiner Challenge auch. Erstmal vielen Dank für alle, die mitmachen. Eure Bilder sind toll. Ja, heute sind es, glaube ich, noch nicht so viele reingekommen, aber es ist ja auch noch relativ früh. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und diese Challenge von der Lackfrisch heißt sie, glaube ich. Ich habe mein Handy dummerweise nicht mitgenommen, oder? Doch, ich hab's da, ich hab's da. Sekunde. Nicht, dass ich euch was Falsches sage. Ja, die liebe Lackfrisch, die Challenge ist Hashtag frisch lackiert Challenge, schreibe ich euch hier hin. Und hier schreibe ich euch nochmal meine Challenge hin, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und ja, die Challenge von der lieben Lackfrisch ist super insofern, dass man nicht jeden Tag die Nägel lackieren muss. Ich glaube, das sind immer so 2, 3 Tage zwischendrin und das passt eigentlich ganz gut. Wobei ich wahrscheinlich auch jeden Tag schaffen könnte. Und ja, ihr seht jetzt heute mal einen anderen Hintergrund übrigens. Das ist das Fenster zur Küche. Da spiegeln sich hier die Lampions. Das liegt daran, dass ich einfach mein Sofa anders gedreht habe, weil so das Licht besser hierher kommt. Und im Sommer habe ich mich nicht hier hingesetzt, weil die Sonne mir dann die ganze Zeit ins Gesicht geknallt wäre. Aber so, glaube ich, ist das eine ganz gute Sache. Und ja, ich bin eingemummelt, wie ihr sehen könnt. Weil es ist heute leider nicht so schön. Das hat übrigens eine Kapuze, zeige ich euch mal. Cool, ne? Und ich habe hier so ein Superwoman-T-Shirt an, aber Kapuze. So, ich habe ein paar Themen, mit denen ich über euch sprechen möchte. Ich habe mir das notiert, damit ich nichts vergesse. Ich habe hier mein und ja, dann legen wir doch einfach mal los. Vielleicht erstmal zur Glamour Shopping Week. Ich habe hier die Karte und ich war noch nicht shoppen, Leute. Ich möchte unbedingt zu Idee, ich möchte unbedingt zu Kiko, ich möchte unbedingt bei der Wanda noch was bestellen. Was möchte ich denn noch alles? Filofax hat ja auch Rabatt, aber ich finde die Original-Filofax-Sachen jetzt irgendwie nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht werde ich mir bei der Wanda so neue Kalendereinlagen für nächstes Jahr holen, weil ich zeige euch das mal. Gehen wir einfach mal irgendwo rein. Ich habe ja diese, die waren eben in meinem Filofax drin. Das sind diese cremefarbenen und eben, ich hoffe, ihr könnt das lesen, da steht bei jedem Tag der Tag in verschiedenen Farben drin. Zum Beispiel haben wir hier, jetzt passt auf, meine Language Skills. Dominica, Domingo, Sonntag, Dimanche und Sunday. Ah doch, das ging, glaube ich, ganz gut. Finde ich nicht so schön. Ich habe wunderschöne gesehen. Ich glaube aber, dass die alle eher aus Amerika kommen. Ich weiß nicht, ob ich da was auf der Wanda finde, aber ich werde mich auf jeden Fall noch umgucken. Ja, Glamour Shopping Week. Ich möchte unbedingt noch was bestellen. Ob ich shoppen gehe, weiß ich noch nicht, weil das ist anstrengend, da sind so viele Leute und Moment, ich habe mir auch aufgeschrieben, wo ich noch gucken wollte. Ich glaube, es war alles, was ich schauen wollte. Sueva hat ja auch Rabatt, aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Das ist trotzdem immer noch recht teuer und ja, ich habe jetzt gerade erst angefangen zu arbeiten. Da kann ich nicht schon mein ganzes Geld aus dem Fenster rauswerfen für Make-up-Pinsel. Ich werde mich da wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen informieren müssen und schauen, welche mir denn da zusagen würden. Wenn, dann würde ich auf jeden Fall auch nur was für die Augen wollen, weil, wie ihr wisst, ich benutze nicht Make-up, tralala. Ich habe meine Rouge-Pinsel und ja, vielleicht was zum Konturieren wäre ganz gut, aber ansonsten brauche ich da eigentlich nicht wirklich was. Genau, das war die Schemmer-Clopping Week. Das habe ich neulich schon meiner Freundin am Telefon gesagt. Also, die Schemmer-Clopping Week? Was zur Hölle? Die Glamour Shopping Week ist schon eine coole Sache. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich es immer verrafft, das auszunutzen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr das irgendwie hinbekomme. Dieses Mal. Doch, doch, wahrscheinlich dieses Jahr. Dieses Jahr ist ja auch schon fast vorbei. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich tun möchte.
Dann, wie ihr vielleicht hören könnt, ich bin immer noch krank. Ich bin jetzt, Freitag waren es 2 Wochen, erkältet. Und das ist nicht normal. Also, wenn ich erkältet bin, bin ich eine Woche erkältet. Danach ist eben noch der Husten. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben Raucherin bin. Aber 2 Wochen wirklich krank, das war ich, glaube ich, noch nie. Ich kann mir irgendwie auch nicht erklären, woher das kommt. Vielleicht habe ich es jetzt einfach verschleppt, weil ich eben trotzdem arbeiten gegangen bin und so. Aber es nervt extrem. Ja, blöd. Dann möchte ich euch ein Rezept empfehlen. Ich werde euch jetzt ein Bild einblenden. Und zwar ist das unglaublich leckeres Brathähnchen. Das werde ich heute Abend auch wieder kochen. Der Trick ist eigentlich, das Brathähnchen unter der Haut und auf der Haut mit Butter einzuschmieren, die ihr mit verschiedenen Kräutern eben mischt. Und es schmeckt unglaublich gut. Es wird knusprig, es ist lecker und das gibt es heute bei uns abends. Dann nochmal der Verweis vielleicht auf Pinterest. Da habe ich einige Rezepte, die ich habe noch nicht alle natürlich ausprobiert. Ich habe da weiß Gott wie viele Pins. Ich glaube über 1000 Pins. Die kann man gar nicht alle schon ausprobiert haben. Aber wie gesagt, kochen, Süßkram, also backen. Was habe ich denn noch? Geschenke, DIYs, malen, File Effects natürlich, Gartenzeugs. Make-up, Nägel, also wirklich, ich habe da alle möglichen Boards. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal vorbeigucken. Ich habe heute übrigens meine Mäusespeck-Ohrringe an, die ich mir aus Fimo gemacht habe. Irgendwie habe ich die vorhin da rumhängen sehen und habe gedacht, die möchte ich heute mal anziehen. Ja, mag ich immer noch super gern. Ja, aber das spielt eigentlich jetzt gerade gar keine Rolle. Worüber ich noch mit euch sprechen wollte, Filofax. Ich möchte unbedingt Halloween-Washi-Tape haben. Ich blende euch jetzt auch noch mal ein Bild ein von der lieben Hello Washi heißt sie, glaube ich, bei Instagram. Diese wären mein absoluter Traum. Aber ja, sie sind nicht leicht in Deutschland zu bekommen, beziehungsweise irgendwie überhaupt nicht oder für unendlich viel Geld. Es müssen natürlich auch nicht genau die sein, aber wenn ihr irgendwie Tipps habt, wo ich tolle Halloween Washi Tapes herbekomme, immer her damit. Wenn ihr selbst irgendwelche tollen Halloween Washi Tapes habt, dann schickt sie mir. Ich schicke euch natürlich gerne auch was zurück dafür. Also so Tauschpäckchen-mäßig, weil ich möchte unbedingt Halloween Washi Tape haben. Aber ich sehe es eben auch nicht ein, irgendwie 20 Euro dann für so ein Set zu zahlen, wenn man das eigentlich nur einmal im Jahr nutzt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich bräuchte ja auch nur ein paar Samples. Also nicht so ein ganzes Tape. Wisst ihr? Ja, das ist irgendwie gerade so ein Problem, was mir auf der Seele liegt. Und ich möchte unbedingt ein Halloween Washi Tape haben. Dann, gestern konnte ich irgendwie nicht einschlafen. Ich war wach bis um 3 oder so und ich habe angefangen, Videos über Bento-Boxen zu gucken. Wenn ihr nicht wisst, was eine Bento-Box ist, blende ich euch jetzt nochmal Bilder ein. Und sehen die nicht süß aus, Leute, jetzt mal ehrlich. Diese kleinen Gesichter und alles, ich finde das so süß. Also wenn ich nicht einen Job hätte, wo ich esse, dann, also schon Essen bekomme, würde ich mir das, glaube ich, kaufen. Ich bin da ja so ein Opfer, ne? Aber es ist so goldig und ihr könnt da wirklich alles reinmachen, was ihr wollt. Und es gibt verschiedene Ausstecher, um euer Brot auszustechen und den Käse und weiß ich nicht, was alles. Also ihr habt ja gerade eben ein paar Beispiele gesehen und die fand ich so, so süß. Dann vielleicht doch etwas Make-up-mäßiges. Ich habe eine neue Obsession entwickelt. Und zwar zur Urban Decay Wise 3 Palette, die ich euch jetzt auch nochmal einblenden werde. Leute, sind das nicht Hammerfarben? Wirklich, ich möchte sie unbedingt haben. Ich brauche sie. Sie muss zu mir kommen. Ich kann es kaum erwarten, bis die in Deutschland erhältlich sein wird. Kann sich ja nur noch um Jahre dauern. Nein, das ist übertrieben. Aber ja, ich möchte sie unbedingt haben. Die Farben sind der Oberhammer. Die sind so leuchtend, die sind so intensiv, die sind so gut pigmentiert. Es gibt auch ein paar Farben, die eben eher neutral sind, aber dann auch diese Bam-Farben. Und ja, also die würde ich wirklich unglaublich gerne haben. Ja, wer teilt diese Obsession mit mir? Ich glaube, das wird auf jeden Fall mein nächstes Must-Have im etwas höherpreisigen Segment werden. Ansonsten, was habe ich diese Woche so gemacht? Ich war natürlich arbeiten. Ich hatte ja Freitag frei und da war ich dann auf dem Acker. Ich hatte mich verabredet und das Wetter war fantastisch. Wir hatten Sonnenschein, es war warm. Mir war zu warm in meiner Jeans und in meinen Turnschuhen. Ich habe die dann irgendwann auch ausgezogen. Und ja, es ist einfach traumhaft. Der Acker geht jetzt langsam zur Neige.
Es sind nur relativ wenig Sachen auf dem Acker zu sehen. Ich weiß, ich habe auch schon sehr lange kein Pflanzenupdate mehr gedreht. Auf dem Balkon ist das auch alles schon weg. Ich habe geerntet oder auch nicht. Manche Sachen habe ich dummerweise vergessen. Ja, so bin ich. Und auf dem Acker, was haben wir denn noch? Kürbisse. Wir haben unglaublich viele Kürbisse, die bei mir im Moment total zugewuchert sind. Was aber auch gut so ist, weil ich jetzt von mehreren Leuten gehört habe, dass deren Kürbisse geklaut wurden, weil sie eben frei lagen. Und ja, erstens mal finde ich das echt unter aller Sau, weil man halt die ganze Saison darauf gewartet hat, dass die Kürbisse reif werden. Und jetzt, wo sie reif sind, werden sie geklaut. Das ist scheiße. Wir wissen nicht, ob das jemand vom Feld war oder jemand, der einfach dran vorbeigefahren ist und sich das dann geholt hat. Es ist auch schon mit Bohnen vorgekommen dieses Jahr und das macht einfach so keinen Spaß. Aber wie gesagt, ich habe noch unendlich viele Kürbisse. Ich habe noch Karotten in der Erde. Ich habe sie noch nicht raufgeholt, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich bin nicht unbedingt ein Karottensuppen-Fan und sonderlich viel fällt mir irgendwie nicht ein, wo man jetzt viele Karotten verbraten könnte mit. Man könnte eine Karotten-Kürbissuppe machen dann mal, aber ja, deswegen sind die noch in der Erde. Ansonsten habe ich noch einige Bohnen hängen. Da kommen immer noch welche nach. Die habe ich relativ spät nachgesät. Und ja, ich habe noch unglaublich viele Bohnen. Was habe ich noch? Ich habe noch ein paar Erbsen, wobei ich da jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon fast alle geerntet habe. Schwarzen Rettich habe ich noch. Ich habe noch normalen Rettich. Und ja, Zucchinis kommen noch ein bisschen. Aber es ist schon sehr, sehr viel weniger geworden. Und ich bin unglaublich froh darüber, weil die Zucchini-Flut war einfach. Ja, mir fehlen die Worte dazu. Es war unglaublich viel Zucchini. Ich würde sagen, in der Woche hatten wir bestimmt drei solche Oschis, wenn nicht sogar mehr. Was macht man damit? Ich wusste irgendwann echt nicht mehr, wohin damit, mal ganz abgesehen davon, dass man irgendwann von Zucchini einfach die Schnauze voll hat. Ja, ich hatte mir überlegt, eigentlich ursprünglich nächstes Jahr verschiedene Zucchini-Sorten zu pflanzen, aber da bin ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, weil wie gesagt, wohin damit? Es sind einfach zu viele Zucchinis. Wobei, wenn man vielleicht Runde hat, da kann man irgendwie die mal schneller verbraten als so ein Monster. Und sie werden ja nicht besser, wenn man sie nicht erntet. Sie werden einfach nur größer. Ich glaube, die größte Zucchini, die ich auf dem Acker gesehen habe, war so ein Oschi. Und der war halt dann von der Breite her auch so. Also, Leute, pff, Wahnsinn. Ich habe auch neulich ja diese rote Beete gepostet gehabt. Ich kann das Bild jetzt nochmal kurz einblenden. Monster. Es liegt einfach daran, dass man nicht alles essen kann und dann entweder es schießt, so wie mein Fenchel. Ich habe, glaube ich, zwei Fenchel nicht geerntet gehabt. Die sind eben geschossen und blühen jetzt auch. Die stehen jetzt aber trotzdem noch bei mir auf dem Feld, weil es einfach schön aussieht. Und zum anderen kann man einfach nicht alles essen. So ist das nun mal. Schade, aber im nächsten Jahr weiß man das vielleicht besser. Mit den Zucchini muss ich mal gucken, wie ich es mache. Aber ich habe eh vor, wenn ich den Acker dann abgegeben habe, nochmal so ein Endfazit-Video zu machen und im nächsten Jahr natürlich nochmal Pflanzenvideos. Ja, so viel zu meinem Acker. Und dann wollte ich euch noch etwas erzählen. Und zwar habe ich vor, eine Halloween-Reihe zu machen. Ich werde 7 Videos zum Thema Halloween drehen. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Nägel, Backen, Kochen, DIY, Make-up, auch was für den Filofax. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe, wie gesagt, 7 Videos geplant. Das heißt, ich werde die Woche vor Halloween jeden Tag ein Video dazu hochladen. Werde Mittwoch beginnen und werde Donnerstag aufhören. Oder? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Nein, ich werde Dienstag aufhören und somit habt ihr eben noch genug Zeit bis, ich glaube, wann ist Halloween? Lasst mich kurz gucken. Lasst mich kurz gucken. Halloween. Okay, Halloween ist der Donnerstag und wenn ich, das habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Wenn ich Dienstag dann aufhöre mit der Reihe, sag ich mal, habt ihr noch Zeit, wenn ihr irgendwas nachmachen wollt, die Sachen dafür zu besorgen oder vorzubereiten oder zu machen oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ich habe noch nie so eine Serie gemacht, finde das aber bei anderen YouTubern immer ziemlich cool. Und ja, Halloween bietet sich da ja irgendwie jetzt gerade total an. Ich werde sowas wahrscheinlich dann auch für Weihnachten machen, mit Plätzchen und Geschenken und solchen Geschichten. Aber jetzt ist erstmal Halloween und ja, so sieht's aus. Das ist der Plan. Wie gesagt, am 30. ist Halloween.
Also werde ich am 22. mit meiner Serie beginnen. Das heißt, wir haben noch knapp 2 Wochen. Aber da es eben auch zum Teil ein bisschen aufwendigere Videos sind, als ich setze mich hin, rede mit euch oder schmink kurz was, habe ich eben jetzt schon angefangen, ein paar Videos vorzubereiten. Ich habe auch schon 2 Stück gedreht und liegt einfach daran, ich arbeite ja auch und da kann ich nicht dann spontan mich hinsetzen und die Videos drehen. Aber das hoffe ich, dass euch das nicht stört, weil ihr kriegt die Videos dann, wie gesagt, jeden Tag ein neues. Und ich freue mich drauf. Die Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, finde ich eigentlich ganz cool geworden. Und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen. Und ja, ich habe lange überlegt, wie ich die Serie nennen könnte. Ich habe jetzt einen Namen, den ich aber relativ unspektakulär finde. Vielleicht fällt euch ja noch was Besseres ein. Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, falls ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges bei der Glamour Shopping Week verpasst habe. Eine Firma, sage ich jetzt mal, die ich nicht außer Acht lassen sollte und unbedingt da auch was kaufen sollte. Ja, alles unten in die Kommentare bitte schreiben. Ja, fällt mir sonst noch irgendwas ein? Ich glaube, das war's erstmal. Lasst mich kurz in mich gehen und überlegen. Ach ja, was ich noch fragen wollte. Ich habe das schon bei Instagram gefragt und ich habe, glaube ich, 2, 3 Antworten darauf bekommen. Wer von euch geht noch zum HEMA-Blogger-Event? Leute, ich habe mich so gefreut, ne, als sie das gepostet hatten auf deren Seite, dass es so ein Event geben würde. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hieß es Freitag und ich so, okay. Wann freitags? Mittags, morgens, nachmittags, abends? Weil ich gedacht habe, wenn das also tagsüber jetzt ganz ist, dann kann ich da nicht hingehen, weil ich arbeiten muss. Und dann hieß ja, abends 9:30 und ich schon so, oh mein Gott, ne? Gleich alles ausgefüllt, denen zugeschickt und ich war total aufgeregt und ich bin es immer noch. Und ich würde mich so freuen, einige von euch da einfach zu treffen. Das wäre so eine coole Gelegenheit irgendwie. Also sagt mir da mal Bescheid, wenn ihr dabei seid. Und ja, wenn ihr dabei seid, freue ich mich, euch kennenzulernen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, mich kennenzulernen. Und ich hoffe, wir werden einen tollen Abend da haben. Ich weiß noch gar nicht genau, was uns da erwarten wird. Es wird ja wahrscheinlich zu allen Bereichen von HEMA geben, sag ich mal. Was haben die denn alles? Die haben Kochkram, die haben Dekokram, die haben Make-up, Beauty-Zeugs, die haben natürlich Bürosachen, unsere heißgeliebten Filofax-Geschichten. Die haben, glaube ich, auch Klamotten, die haben Kinderspielzeug, die haben andere Textilien, Handtücher, Dings da, Bums da, alles Mögliche. Die haben auch Essen, also die haben ja alles, ne? Also ich weiß echt nicht, was mich da erwartet und ich bin schon super aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Es sollte jetzt irgendwie Mitte Oktober die Eintrittskarten, sage ich mal, sollten wir dann bekommen. Dieses, sage ich mal, ist auch ganz, ganz nervig. Ich sage das so oft, es tut mir unglaublich leid, aber ich krieg's nicht raus. Dieses so weit, so gut haben wir, glaube ich, ein bisschen rausbekommen schon, obwohl es sich da oder da nochmal einschleicht, aber ja. Wie gesagt, Thema Blogger-Event. Ich freue mich riesig drauf und hoffe, dass einige von euch auch da sein werden und dass wir einen tollen Abend verbringen. Und je nachdem, ob man das darf, werde ich da natürlich auch filmen. Und da ja viele Leute sind, die gerne Fotos von Sachen machen oder filmen, werde ich mich dann wahrscheinlich auch nicht so sehr schämen wie sonst in der Öffentlichkeit. Und ja, ich bin super gespannt. Also, meine Nase wird jetzt irgendwie gerade immer zu, ne? Ist kein Wort, ich weiß. Genauso wie zu eine Schuhe hier irgendwie niemand kennt. Bei uns sagt man das so. Kann ich doch nichts dafür. Deswegen beende ich dieses Video jetzt, glaube ich, an dieser Stelle. Ja, ich fand es schön, mit euch einfach mal ein bisschen zu quatschen, euch ein bisschen zu erzählen und Fragen zu stellen und berichten, was mich gerade so beschäftigt. Natürlich ist das jetzt alles relativ oberflächlich, aber ich setze mich jetzt hier nicht hin und bespreche meine tiefsten Probleme oder mit euch, obwohl ich. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich da groß berichten sollte. Aber ja, wie gesagt, ist ja irgendwie klar. Aber ja, ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Und ich werde das jetzt auch noch hochladen. Das heißt, ihr werdet heute 2 Videos haben. Ihr habt ja vorhin schon die neue Filofax Wochengestaltung bekommen. Und das bekommt ihr jetzt auch noch. Ich muss das noch ein bisschen aufräumen. Die Eltern von meinem Freund kommen morgen. Währenddessen werde ich. Ich habe gerade eine SMS bekommen, höre ich gerade. Währenddessen werde ich. Zum gefühlt 100. Mal, ich glaube in Wirklichkeit zum 3. Mal, mein Hörbuch hören. Und zwar ist das Silver Shadows von Richelle Mead.
Und das ist eben das wievielte Buch? Das vierte? Ich glaube, das vierte Buch aus der Bloodline-Serie von We Share Meats, was ja quasi ein Spin-off ist von Vampire Academy. Ja, vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen. Vampire Academy. Ja, finde ich super, super Buch, Bücherreihe. Ich glaube, es gibt sechs Bücher. Das erste hatte mich überhaupt nicht geflasht zuerst. Ich habe das von meiner Mutter auch als Hörbuch bekommen gehabt. Und ja, ich habe mir zuerst schon gedacht, was denn das für ein Name, ne? Also das hört sich ja schon so billig an. Das kann ja nichts Gutes sein, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich das gehört. Ich höre eben sehr gerne Hörbücher, entweder beim Autofahren oder wenn ich aufräume oder wenn ich irgendwie bastel oder irgendwas anderes mache. Einfach so nebenbei zum Einschlafen auch, wobei ich da so schnell einschlafe, dass ich da nicht so viel von mitbekomme. Und das erste Buch war in Ordnung. Nicht der Oberhammer, sage ich euch jetzt schon mal, weil falls ihr das lesen solltet, ihr müsst euch durch die ersten 1,5 Bücher so ungefähr durchkämpfen, mehr oder weniger, sage ich mal. Und dann geht's ab. Also ja, absoluter Fan bin ich. Ich hatte mich damals auch so gefreut, als es hieß, dass das Buch, die Bücher verfilmt werden. Den ersten Teil haben wir in die Kinos bekommen. Ich hatte euch bei Instagram dazu kurz was gesagt. Ich war nicht begeistert vom Film, was ich aber irgendwie schon vorher wusste, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, wusste ich ungefähr, was kommen wird. Ja, ich weiß nicht. Die hätten daraus einfach irgendwie was Schöneres machen können. Es hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch irgendwie so, weiß ich nicht. Ich meine, klar, es ist für Teenager dieser Film, ist logisch, aber es war alles so irgendwie. Ja, genau. Es wurde ja von diesem Regisseur von Mean Girls gemacht und das hat man irgendwie gemerkt. Es war irgendwie dann an manchen Stellen sogar ein bisschen lustig und was ja an sich alles nicht schlecht ist, aber irgendwie, nee, mir hat der Film nicht so gut gefallen. Es war schon kurz nachdem der auch in Amerika angelaufen war, klar, dass der nächste Teil wahrscheinlich nicht stattfinden wird, weil einfach nicht genug Geld eingenommen wurde. Und jetzt sieht es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist oder ob man das noch machen kann. Man kann, wie sagt man dazu? Man kann quasi spenden, um diesen nächsten Film zu produzieren. Wenn nicht genug Spenden eingenommen werden, bekommt jeder sein Geld zurück. Wenn ja, dann wird der Film produziert. So wie mein aktueller Stand ist, ist da bei weitem nicht genug zusammengekommen. Das heißt, der nächste Film wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Sehr schade, aber. Ja, wie gesagt, erstes Buch fand ich eh nicht so toll und die nächsten Filme wären bestimmt tausendmal besser gewesen, aber ja, haben wir leider Pech gehabt. Also, ich habe auf jeden Fall diese Bücher verschlungen bei Vampire Academy. Die Bücher sind super. Und war so, so traurig, als die Reihe vorbei war und als ich dann gehört habe, dass es dieses Spin-off gibt. Oh, ich war so glücklich. Und ich glaube, mittlerweile gefällt es mir noch fast besser als Vampire Academy. Ich möchte nicht zu viel verraten. Für Leute, die noch nicht so weit sind, werde ich jetzt auch nichts groß verraten. Ich kann aber für Leute, die Vampire Academy gelesen haben oder mittendrin sind, es zu lesen und von Bloodlines noch nichts wissen, so viel sagen, dass die Hauptdarsteller, Charaktere, nicht Darsteller, Sydney und Adrian sind bei Bloodlines. Und ja, große, große Liebe. Ja, ich weiß nicht, ich liebe es. Und wie gesagt, ich höre es jetzt schon zum dritten oder vierten Mal an und ich kann nicht genug davon kriegen. Ich glaube, der nächste Teil wird wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr im Sommer oder so rauskommen. Ich habe mich da noch nicht ganz informiert. Ich weiß nur, dass da immer recht viel Zeit zwischen liegt. Genau, das wollte ich euch noch eben erzählen. Und ach ja, da fällt mir noch was ein. Guckt mal, Leute, jetzt habt ihr noch irgendwie doch noch ein bisschen mit mir mehr Zeit verbracht. Wir sind nämlich doch noch nicht fertig, was ich nämlich noch sagen wollte. Shades of Grey. Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, vielleicht wissen es einige auch noch nicht, darum sage ich das jetzt einfach nochmal. Shades of Grey war ja ursprünglich Fanfiction von Twilight. Wer jetzt nicht weiß, was Fanfiction ist, heißt so viel wie ein Fan schreibt ein Buch oder eine Kurzgeschichte oder wie auch immer oder nur ein Kapitel. Mit den Charakteren eines Buches, in dem Fall waren es damals Edward und Bella, und steckt die in eine andere Situation, in eine andere Welt, in eine andere, ja, in eine andere Szene? Bäh. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so verständlich, ne? Also, auf jeden Fall ursprünglich waren Bella und Edward Christian Grey und
und Anastasia Steele. Heißt die Anastasia? Anna. Ja, und ja, dementsprechend merkt man eben auch bei den Büchern stark, meiner Meinung nach, dass was miteinander zu tun hat. Ich weiß, ich bin mit diesem Thema wahrscheinlich gefühlte 3 Jahre hinterher, aber ich weiß nicht, ich wollte es irgendwie trotzdem noch mit euch drüber sprechen, weil es mir gerade eingefallen ist und ich jetzt Lust drauf habe, drüber zu sprechen. So. Es sind auch ein paar Szenen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, doch, eine Szene weiß ich. Ein Kapitel im Buch von 50 Shades of Grey, mehrere, nicht nur eine, sind eins zu eins übernommen von Twilight. Ich weiß bei einem jetzt sicher, welche Szene das war, und zwar diese Szene, wenn ihr euch an Twilight erinnert, wo Edward eben Bella sagt, ja, dass eben, es ist eben diese Szene bei Twilight, wo der Edward der Bella sagt, dass ja, sie halt so gut ankommt bei den Jungs und dass die Reihe stehen und so. Ich weiß nicht, erinnert euch an die Szene? Auf jeden Fall ist dies wirklich eins zu eins übernommen in Shades of Grey. Und ja, ich weiß nicht, das Buch ist unglaublich grottig geschrieben. Ich habe gehört, dass das irgendwie überhaupt nicht nochmal groß gegengelesen wurde. Natürlich wahrscheinlich so Fehler rausgemacht, aber ansonsten nichts umgeschrieben. Und das merkt man einfach, dass das kein professioneller Autor war. Oder ja, sage ich jetzt einfach mal so. Das erste Buch fand ich insofern grauenhaft, mit diesem ständigen Meine innere Göttin. Da habe ich ja schon immer so einen Hals bekommen, ne? Also das konnte ich irgendwann echt nicht mehr ertragen. Und im Großen und Ganzen bin ich eigentlich auch kein großer Fan. Ich habe die alle als Hörbücher gehört, ich habe die nicht als Buch gelesen. Zum größten Teil auch bei YouTube, weil es einfach umsonst ist. Ich habe, glaube ich, welchen Teil? Einen Teil habe ich mir als Hörbuch gekauft, weil ich den auf YouTube nicht gefunden habe, aber ich weiß nicht mehr genau welchen. Habe aber nicht eingesehen, für alle Geld zu zahlen. Und ja, die Story an sich ist, wie gesagt, genauso wie bei Twilight, wenn ihr euch mal darüber Gedanken macht. Natürlich ohne Vampire, ja, aber sie verlieben sich. Er geht weg, beziehungsweise verlässt sie. Dann kommt der andere Typ ins Spiel. Dieser Künstler, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Sie kommen doch wieder zusammen. Dann wird sie schwanger. Er möchte das Kind nicht. Und, ne? Also es ist irgendwie, ja, es ist Twilight. Nur mit Sex. Jo. Ich bin kein großer Fan davon gewesen, wie gesagt. Und als ich gehört habe, dass das auch als Kinofilm kommen soll, habe ich mir gedacht, was zur Hölle, wie soll man das in einen Kinofilm verpacken? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Dialoge machen vielleicht 20% der Bücher aus. Der Rest ist einfach nur Sexszenen. Ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, ja, das ist doch einfach ein Porno, dann ist mal ehrlich. Also irgendwie konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Und ich bin jetzt auf dem Stand, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, dass es wohl zwei verschiedene Versionen geben wird. Einmal eine ab 16 Version, unter der ich mir absolut nichts vorstellen kann, weil wie gesagt, das sind nur 20% irgendwie Dialog und der Rest ist einfach nur Sex. Was wollen die machen? Wollen die das immer nur andeuten und dann die Kamera wegschweifen lassen? Oder wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja irgendwie das, was diese Bücher ausmacht. Ja, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und dann habe ich eben gehört, dass es noch eine ab 18 Version geben soll, die aber wohl nicht in normalen Kinos laufen soll, sondern in, ich drücke es mal schön aus, Erwachsenen-Kinos. Da habe ich mir aber dann wieder gedacht, okay, ab 18 heißt ja, die können da eigentlich reinmachen, was sie wollen, aber die Schauspieler sind keine Pornodarsteller. Und wer zur Hölle geht in so ein Etablissement, um sich einen Film mit Handlung anzugucken? Seien wir mal ehrlich. Ja, Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mich da nochmal informieren. Vielleicht gibt es da schon wieder Updates und ich bin total hinterher. Aber ja, das ist das, worüber ich mir bei Shades of Grey Gedanken gemacht habe. Und die wollte ich eben noch mit euch teilen. Jetzt habe ich schon wieder ewig gebabbelt. Ich beende dieses Video jetzt wirklich. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet nebenbei, weiß ich nicht, ein bisschen entspannen, Kaffee trinken, Tee trinken, was auch immer. Und ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Immer gerne her mit euren Kommentaren in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Habt einen schönen Restsonntag und einen wundervollen Start in die Woche. An alle, die jetzt Herbstferien haben, yay, ihr habt Ferien. Viel Spaß, lasst es krachen, genießt die freie Zeit. Und an alle anderen, ja, guten Start in die Arbeitswoche.
Da gehöre ich jetzt ja auch dazu. Und ja, wie gesagt, bis bald. Tschüss.